Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Es kann sein, dass meine Stimme noch ein bisschen abkackt, ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben 11 Uhr morgens. Ist für mich selber ein bisschen komisch, weil ich seit gefühlt Jahren oder Monaten nicht mehr morgens aufgenommen habe, sondern eigentlich immer nur noch abends. Aber ich hatte gestern keine Zeit aufzunehmen und ich will euch heute unbedingt ein Video geben, weil ich nicht wieder irgendwie Tage Pause haben möchte. Und deshalb muss ich das halt früher morgen aufnehmen. Nicht wahr, Cloud? Geile Schnitte, du. Ja, du auch, Aerith. Du auch. So. Don Corneo, Leute. Ich will's eigentlich nicht. Ich hasse den Typen. Ich hasse den Typen so sehr. Ihr werdet sehen, warum. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Haha. Ach, einen Moment, Leute, ich muss mal aufstehen. Oh, so. Es tut mir jetzt leid. Das habe ich nicht gewusst. Erstmal kurz mein Handyladekabel hier raussteckern. So. Okay. Ich habe meine Lampe weggeschmissen. Kann man mal so machen. Muss mal kurz meinen Tisch ein bisschen näher ranschieben. So, ich hoffe, das hat man jetzt nicht so sehr gehört. Bis natürlich auf die Lampe, die hat man natürlich gehört. Aber egal, ist auch jetzt, kann es weitergehen. Ich habe mein Handy am Ladekabel. Mein Controller. So. Da bin ich wieder. Wenn er uns jetzt nicht erkennt, dann zweifle ich wirklich an der Menschheit. Du bist doch. Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Nice, die Brautschau. Da sehe ich mich. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Ja. Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Raufgehen, dann durch bis zum ersten Zimmer. Keine Besichtigungstouren? Oh, was ist, wenn ich will? Was ist, wenn ich mich hier ein bisschen umschauen will? Vielleicht hat der Don ja so ein paar Gill auf Seite gelegt? Nein? Oh, guck mal. Aha. Mehr die Sachen hier könnt ihr euch nicht leisten. Ja, okay. Dann halt nicht. Schade. Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Ja. Die Empfehlung von Anjan. Der Anjan, der hat auf jeden Fall geschmeckt, der Jude. Wir gehen aber erstmal hier rein. Ich bin mal gespannt, ob das genauso aufgebaut ist wie im Original, weil das war schon ein bisschen sick. Ah, tatsächlich nicht ganz. Was ist das für ein seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von... Schlafgas. Schnell raus hier. Verdammt. Cloud. Schlafgas? Das ist aber nicht im Original passiert, oder? Hey, geht es dir gut? Tifa! Tifa? Ja? Alles okay?
So bist du geschminkt und dieses Kleid. Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist gefährlich. Nein, ich habe doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Hm. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Aha. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Ach, ist das schön. Oh, Tifa ist der Gruppe beigetreten. Oh, ich freue mich. Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Ah, jetzt ist man da, wo ich gerade dachte, da komme ich jetzt hin. Hier ist nämlich der Folterkeller. Ah, schön. Und ich habe mir letztens nochmal alle Outfits angeguckt, die Tifa haben kann. Je nachdem, was man da in dieser... Ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Nein, ich möchte erst noch was einkaufen. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Ja, ja, aber ich möchte einkaufen. Okay, es geht los. Was ist denn in dich gefahren? Hier gibt's nämlich Musik. Dawn of the Slums. Dann gibt's hier Megatränke. Also nicht kostenlos, aber... für wenig Geld. So. Hier ist der gute Folterkeller. Und ja, wo ich eben war, ich habe mir alle Kostüme von Tifa nochmal angeguckt, die sie haben kann, je nachdem, was man auswählt bei dem Gespräch im Zimmer. Und ich muss sagen, das, was sie bei mir hat, das finde ich am besten. Natürlich hat die jetzt hier nicht so einen geilen Ausschnitt wie mit dem Kleid oder sonst irgendwas, ja. Aber mir gefällt das hier einfach tausendmal besser. Ich finde das Kleid gar nicht so hübsch. Aber das hier. Das ist smart. Nicht gut? Was ist nicht gut, Tifa? Ah, schön. Sag mal los, Mädels. Wir machen das. Apropos, wie sieht's eigentlich mit meinen Waffendings aus? Waffenstufe 8, 7, 5. Ah, ich warte noch ein bisschen. So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Ja. Kennen wir uns vielleicht? Noch nie gesehen. Na, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo. Eisnecken. Oh, er ist so ein schmieriger, ekelhafter. Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Oh,
Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's! Ich weiß, wen ich nehme! Jetzt kommt's. Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werd dir die Flügel schon stutzen. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Das will ich sehen. Ja, die Widerspenstigen mag ich besonders. Oh, komm schon. Ich hab doch gesagt, wir machen da drin, wir sind der Geilste. Die anderen zwei überlasse ich euch. Sauber! Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. Alter. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst wie wär's mit nicht Nein? Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Yeah. Diese Masche ist neu! Mehr davon! Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Uff. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Ach schon. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen! Wir haben hier Gäste! Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau! Don, 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 Hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Oh, darf ich die jetzt spielen? Oh, bitte. Kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Miststück! Warte. Oh, da ist das Aerith im Klappstuhl. Und die Memes, die sind da, Leute. Hättest dich mal sehen sollen. Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Danke, wer auch immer du bist. Vielen Dank. Nice, auch wenn ich Tifa noch gerne bei deinem Outfit gesehen hätte. Schnell zu Cloud. Na, ich spiele Tifa. Warum muss ich denn jetzt Aerith spielen? Ich will Tifa spielen. Mann. Ein Molotow. Molotow? Okay. Ah, ist das schön. Ist das schön. Alter, Aerith im Klappstuhl, wisst ihr? Ich liebe diese Memes, wo Sephiroth da steht und Aerith steht hinter ihm mit dem Klappstuhl. Ah, ist legendär. Legendär. So. Auch wenn ich gerne tiefer wäre. Ach, Leslie, stimmt, so hieß du. Ich erinnere mich. Ach, schade. Ich hätte doch auch so gern mit den Mädels gespielt. Sie sind sicher schon beschäftigt. Hallo. So, tiefer. Den kaputtboxen. Hilfe! Komm schon! Triffst du von dort besser? Und Schmetterer! Bam, Junge! Tifa ist einfach das Beste, was es gibt.
Wir hatten jetzt so lange kein Tiefer mehr und jetzt einfach nur in die Fresse mit ihm. Einfach nur in die Aua. Ja, der sieht gar nicht hoch, der kann was. Alter, der hat ein Messer. Sicher ist er jetzt. Und bam, Junge. So. Kann ich jetzt hier hin wahrscheinlich, oder? Ja. Ich wollte schon sagen, irgendwann muss man ja da hinkommen. Einen Zorn des Ring. So, Tifa. Komm mit. Hier müssen wir nicht hin. Was haben wir denn hier? Ach, von hier sind wir gekommen. Okay, ich vergaß. Da unten wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Dann ab zu Don. Der sich gerade ein bisschen mit Claudi vergnügt. Was wollt ihr denn hier? Oh, guten Tag. Alter, der eine hat eine Waffe. Was geht denn bei dem? Holy crap. Ja, das hat ganz schön gezwiebelt. Der Wolf ist aber auch krank. Wechsel! Aua. Alter, der hat einfach tiefer getreten. Ah, jetzt hat er Aerith getreten. Was ist mit ihm? So. Ich soll wahrscheinlich weiter gerade. Irgendwo kann ich hier runter. Ach so, ja, von da bin ich angekommen. Alles klar. Dann ab zu Cloud. Mehr davon! Schluckelchen! Ich komme! Hey, du Zicke! Das hat verdammt nochmal wehgetan! Hey, Kotsch, Sotsch! Bringt diesem Flittchen mal Manieren bei! Tut mir echt leid, aber deinen Hündchen ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Oi? Du bist ja ein Mann! Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Schneiden wir ihn ab. Nein, bloß das nicht! Ich rede ja! Ich sag alles! Ich sollte einen Typen mit einem Klarnamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Oh, wenn ich das sage, bin ich tot! Druck's nicht rum. Denn sonst reißen wir ihn ab. Oh, es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde, Heidegger! Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten! Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal tun. Denn wenn nicht, zerquetschen wir ihn. Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff. Die Platte macht Hui!
So wie bei dem Unfall in Sektor 6. Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tiefer, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Wann sitzt Bösewichten die Zunge locker? Ich durfte nicht mal auswählen, ich hätte das zweite genommen, wenn ihr Sieg sicher ist. Verdammt! Ich wollte doch zuerst mal lesen. Der fette Sack. Oh, ich hasse den Typ, er ist so ein ekelhafter. So ein ekelhafter. Tipp, Ifrit. Amüsier dich doch mal. Ist halt echt so. Wir müssen uns mal amüsieren, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, denn ich weiß, was jetzt kommt. Oh, oder auch nicht. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Die bei Shinra sind genauso Wichser. Im Labyrinth der Tiefe, Leute. Ich habe Angst. Ach stimmt, man durfte sich jetzt aussuchen, wie man als erstes aufhilft, oder? Wo sind wir? Oder war das da noch egal? Kanalisation. Stinkt ja bestialisch. Ja, man konnte sich das jetzt aussuchen. Also im Originalspiel war das, je nachdem für wen du dich entscheidest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, mit dieser Person später auf ein Date zu gehen. Das wird aber in diesem Let's Play nicht passieren, denn das kommt erst weiter, wenn wahrscheinlich Final Fantasy 7 Remake Episode 2 draußen ist. Und es tut mir leid für Aerith, aber ich muss mich einfach für Tifa entscheiden. Ich will mit Tifa auf ein Date, Leute. Eigentlich will ich mit Barrett auf ein Date, das geht auch Tifa? Übrigens. Cloud. Schnell, wir müssen nach Sektor 7. Ja. Jetzt ziehen wir Aerith mit rein. Sie wird das verstehen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ich habe sie gerettet. Dann sie mich. Dann ich wieder sie. Hm? Ist das eine Antwort? Warum kümmert ihr euch denn umeinander? Die Frage ist, warum nicht? Okay, Leute. Es geht los. Ekelhafte Zunge. Bossfight!
weiß gar nicht mehr, wie ich den Boss im Spiel fand, also im Original fand. Aber, was soll ich machen? Auf geht's, Leute! Okay, man kann auch seine Hörner angreifen. Okay, er braucht lange für den Angriff. Aua! Sagte er. Und wischt auf den Sack. Ende mit dem Schrecken jetzt. Und dann weicht der Pisser aus. Das gibt's nicht. Wo ist der überhaupt? Wow! Ich hab nicht gesehen, wo der war. So, direkt nochmal. So, darf ich ihn jetzt wenigstens treffen? Warum kann ich andere beschränken? Ach, Cloud ist da unten. Ach, der trifft sogar mich, wenn ich hinter dem bin. Okay. Bam, Junge. Schwören kann ich noch nicht. Jetzt kann ich beschwören. Ifrit! Ich weiß, wir haben noch ein paar Beschwörungen, die wir noch nicht gesehen haben, aber gegen den Boss möchte ich lieber die alten Kanten einsetzen. Wie zum Beispiel den guten E to the fucking Fried. Mann, ich wollte ausweichen! Ja, okay, ich glaube, ich sterbe. Dann auch Ifrit weg. Nee, Ifrit ist noch da. Ah nein, Ifrit geht auch weg. Fuck. Das war natürlich optimal. Oh, der hat eine Schwäche gegen Feuer. Das ist ja noch schlimmer, dass Ifrit dann weg. Oh, er springt sogar ins Wasser, wenn er brennt. Was hat sie? Ach, sie hat auch Vita. Hat zufällig irgendeiner von euch Feuer? Du hast Blitz? Nee, ich glaube, keiner von uns hat Feuer dabei, ne? Übernimm du! Schlagzeilen. Alter, wie oft denn? Ende des Schreckens. Oh, ich muss den noch analysieren. Weicht er wieder aus, der Dreckige. So, diesmal sind wir nicht, hab ich. Wie wär's mal mit Gebet? Kann Cloud eigentlich sein Limit machen? Nee, noch nicht. Aber da. Matsch. Matsch-Pampe. Kann ein Cloud sein Limit machen? Kochendes Blut. Was ist alles kochendes Blut? Egal. Ende des Schreckens. Okay, jetzt kommt kochendes Blut. Abwasser zum. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Leute, ich hab Angst. Das war's? Oh, das war jetzt nicht schlimm. Nicht übertreiben. Ich sterbe. Nicht übertreiben.
Warte, bin gleich bei dir. Ich sterbe. Sorry, Leute, ich... Nicht aufgeben. Ich bin der Matschkommando. Ich zieh dich zurück. Alter. Oh Gott, und jetzt dringend Gebet, Alter. Heiliger. Oh, diese Ab... Diese Matschepampe, Alter. Okay, der Boss ist halt doch ein bisschen krasser, als ich dachte. Oh nein, nicht tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Nein. Mach mir nicht jetzt. Das mach mir nicht jetzt. Mach mal dein Saldo. Zeig mal, was du kannst. Bam, Junge! Okay, ich muss gerade einfach Elf spielen. Ich muss gerade... Oh, was? Er macht's nochmal? Oh, der hat wirklich jetzt. Wie viele Phönixfedern habe ich noch? 20. Ah, okay. Heilender Wind, ganz, ganz dringend. Kannst du übernehmen? Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Was mir gerade auch richtig auf den Sack geht. Das klaut's. Ich zähl auf dich, überlass das nicht. Ich geh mir richtig auf den Piss. Nicht Matschpampe. Ah. Gebet. Nein, nicht Sturmangriff, nicht Sturmangriff. Sturmangriff ist nicht cool. Abwasser-Tsunami. Wo kommt das Wasser von da? Ach komm, ich bin ausgewichen. Mir wieder alle vergiftet. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ja, ich weiß, Cloud ist tot, aber... Hallo? Scheiße, Aerith ist ja da unten. Oh Mann, ich gucke immer auf die Falschen. Nein, Aerith. Wow. Boah, Alter, dieser Boss. Der ist krasser, als er sein sollte. Komm, ich bin ausgewichen. Fuck. Nicht übertreiben. So eine Schande. Ich kann noch kämpfen. Setz zum Ausruf.
Heilender Wind. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Los. Triffst du von dort jetzt besser? Komm, der ist gleich tot. Komm, der ist gleich tot. Nein, jetzt geh weg mit deinem Matschkommando, Alter. Ich hasse Matschkommando. Oh, danke, Tifa. Boah, ey, der Boss. Der hat mir mehr Probleme bereitet, als er sollte. Ob das hier sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter... Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ja. Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Hm. Ja. Nur tiefer! Boah, dieser Boss, ne? Ich glaube, ich habe mich einfach nur richtig dumm bei dem angestellt. Ich glaube, der war gar nicht so schwer. Ich bin einfach nur nicht mit dem klargekommen. Aber egal, wir haben es geschafft. Ich muss mir dringend neue Phönixfedern kaufen. Ich habe nämlich sehr viele verbraten. Aber gut. Damit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir durch die Kanalisation gehen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.